Lernende Algorithmen basieren darauf, dass sie aus vergangenen Verhalten Prognosen erstellen oder Vorschläge erstellen. Das heißt, wenn wir uns Netflix-Videos ansehen, dann lernt der Algorithmus aus unseren Präferenzen und schlägt uns einen Film vor. Ähnliches geschieht das bei Amazon. Und dies ist natürlich auch möglich im Unterricht, im Bildungswesen zu etablieren. Das heißt, hier können Algorithmen, wenn sie die entsprechenden Daten bekommen, aus dem vergangenen Verhalten der Schüler lernen und erkennen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen des Schülers. Lernt jemand besser über das Selbstgelesene oder ist es besser, wenn er einen Vortrag vorgesetzt bekommt? Und hier kann dann eben der Algorithmus erkennen und darauf hinweisen, welche Lernmethode am effizientesten für den Schüler ist.